Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich werde euch mal was zeigen. Kann man sehen? Jo. Eins, zwei. Da hinten sind nochmal Kartons. Da ist Einkauf. Da habe ich ein Video zu gemacht, was ich eigentlich gar nicht ins Video rennen wollte, aber ich war gerade lustig drauf. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich halte mal den Camcorder. So. Und dann packen wir einfach mal hier zusammen aus. Ich hoffe, ich kriege das überhaupt so hin, wie ich das denke, dass ich das hinkriege. Dass ich mir hier nicht halb die Pfoten aufschneide und ihr hier nicht irgendwie hier in beim Kahnfahren hier noch euch halb tot kotzt, weil das hier durch das Schneiden, also nicht ich mich schneiden, sondern den Karton aufschneiden. Och Katzen, jetzt reißt euch doch mal zusammen. Jetzt muss ich nur gucken, wie das jetzt hier aufgeht. Glaube ich hier oben. Entschuldigung. So. Ich hoffe, ihr seht was. Packen das jetzt mal aus, weil ich habe ja immer ein vernünftiges Katzenklo hier. Für einen relativ schmalen Taler. Was gut aussieht. Und dann wusste ich immer nicht, was nimmst du. Soll gut aussehen oder relativ gut aussehen. Und da habe ich jetzt gefunden, das. Sieht man das? Sieht ein bisschen klein aus. Ist gar nicht mal so klein. Hier unten ist die Unterschale. Das werden wir uns nachher mal in Ruhe angucken. Ich werde das jetzt erstmal wegstellen. Weil wir haben ja noch einen Karton vor uns. Und wir haben noch einen Zettel von Amazon. Und da steht, dass ich für Katzenklo 14,99 Euro bezahlt habe. Und da ich Prime-Mitglied bin, keinen Versand hatte. Oder doch, Versand hatte ich doch auch. Oder war das? Nee, das war über Prime. Das hatte keinen Versand. So. Jetzt hier so einen Mörderkarton erstmal wegstellen. Und wenn ich den jetzt da unten hinstelle, dann weiß ich schon, dass ich den jetzt die nächste Zeit erstmal die Katzen in Beschlag nehme. So. Weil meine Katzen lieben ja so Kartons und so. Entschuldigung, dass ich jetzt schräg bin. Aber macht sich echt beschissen, weil ich kann euch auch nicht auf Stativ machen, weil so hoch ist mein Stativ nicht. Dass ich euch hier zeigen kann, wie ich das hier auspacke. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Hier ist noch mehr Pappe drin als im anderen Papier. Okay. Sieht aus wie Klopapier, so Stalins Rache. Der ein oder andere Eingeweihte weiß, was Stalins Rache ist. Wer aus dem Osten kommt, weiß das. So. Wenn nicht, guckt einfach mal nach, googelt Stalins Rache. Das ist Klopapier aus dem Osten, was jetzt nicht so drei- oder vierlagig ist. Nee, das ist so wie Raultpapier, so wie zum Basteln. Richtig schön den Arsch. Da so abgehärtet waren wir im Osten. Wir haben uns den Arsch halb aufgeruppt. So. Karton weg. So, jetzt werde ich das noch mal hier hinstellen und das andere auch holen. Ach, das ist ja auch raus. So, und dann kann ich euch das nämlich gleich mal zeigen. Und da kann ich euch jetzt endlich aufs Stativ machen. Oh, komm her. Ich hoffe, das macht sich gerade mit einer Hand echt total bescheiden. Oh, da bin ich auf den Knopf gekommen. So. Und zwar habe ich hier einmal so ein Setadit und hier nochmal. Die sind an sich fast die gleichen. Und was ich geil fand bei der, die Katzenklappe, seht ihr das? Da ist eine Katze drauf. Ich finde ja so kleine Gimmicks, finde ich ja immer geil. Das geht nicht nur beim Dampfen und bei Technik so, nein, auch wenn es um meine Katzen geht. Ach so, dann muss ich hier aufmachen. So. Na, komm hoch hier. Ach, und Klebeband ohne dran. So. Ich zeige euch erstmal die Unterseite, bevor ich euch den Deckel zeige. Und dann muss ich das nämlich noch wieder zusammen basteln, irgendwo hinpacken, dass die Katzen nicht gleich rennen, ohne dass was drin ist. Ihr seht, das ist jetzt ziemlich hoch. Also mein altes Katzenklo ist nur bis hier.
Und das ist jetzt bis hier hoch. Also hier kann ich schön, ist das Zeug schön drinne. Und ich hoffe dadurch, dass dieser Tritt hier ziemlich hoch ist, also mein altes, wie gesagt, so, und das halt noch dazu ist, hoffe ich, dass die Katzen dann das Katzenstreu nicht allzu doll vor dem Katzenklo verteilen, so wie es jetzt ist, und ich da alle Nase lang fegen muss. Da hoffe ich, dass das so sein wird, dass das da drinnen bleibt. Und, hoppala, ich muss euch noch was zeigen. Das ist jetzt die Unterseite vom Katzenklo. Und zwar die links und rechts und oben und unten die Halterung, also die Stand, die Ständer, also die stehen ja nicht auf der ganzen Platte drauf. Man hat ja dann halt so vier Nippel. Und die sind hier in Katzenpfotenform. Sieht man das? Sieht man, oder? Ja. Das sieht man richtig gut. Und hier, wo man denkt, das ist ein Eingang, nee, das ist nur die Rückseite. Also das sieht sehr schön aus. Ich werde euch das jetzt auch mal zeigen, wie das zusammengebaut aussieht. Aber erstmal muss ich hier überall die Aufkleber abmachen. Weil die müssen ab. Das sieht ja scheiße aus, wenn da so ein Aufkleber drauf ist. Von MyPets. Ich werde euch natürlich... Schaufel, Kinden? Okay, irgendwas sagt er von hinten und Schaufel und so. Oh, muss ich gleich mal gucken. So, ach, und hier oben haben wir noch einen Geruchsschutz hier drin. Das Schwarze, was ihr seht. Das ist halt, dass es da oben halt rausgeht, der Gestank, und dass es nicht so müffelt. Weil wenn mein Tiger auf Klo geht, Leute, das, also Senfgas ist ein Scheißdreck hier. Geht das auch zu? Ach so, okay. So, jetzt ist er zu, oder? Ja, ist zu. Jetzt müssen wir noch die Klappe reinmachen. So. Nee, das sieht doof aus. Ich glaube, dann kommt das so vielleicht rein. Ja. Und so sieht das ganze Ding dann komplett aus. Ihr seht, das ist hier schon vom Kasten, vom unten sehr hoch, auch oben, und hier schöner, breiter Einlauf. Also hier können sie schön rinlaufen. Ist so schön ausgependelt, und hier seht ihr ja, sie können hier schön durch. Schönes großes Loch. Also denke ich mal, das ist auf jeden Fall was für die Katzen. Und da ich ja natürlich nicht in jedem Zimmer das gleiche haben möchte, weil ich habe ja in der Küche ganz andere Farben. Vom Wasserkocher, Mikrowelle, alle drum und dran. Als im Badezimmer. Ja. Also habe ich mir natürlich eine andere Farbe für die Küche bestellt. Und zwar für die Küche so ein dunkles Blau. Seht ihr das? Ein ganz kräftiges Blau. Ich muss jetzt erstmal hier wieder den Aufkleber abmachen. Ja, die Katzen haben schon den Karton für sich entdeckt. So. Dann müssen wir das hier auch wieder festmachen. Falsch rum, so rum. Sieht aber auch ein doofes Bild. Also finde ich so besser als so, aber so rum muss es drin, weil sonst ist es nicht bündig. Aber naja, okay. Also, naja, so ein kleines Manko halt. So andersrum finde ich den Katzenkopf irgendwie schöner, obwohl er relativ gleich aussieht. So, dann wird hier ruff. Ach, hier hinten. Das meinen sie mit Katzenschaufel. Hier kann man eine Katzenschaufel anhängen, weil es hoch genug ist. Seht ihr das? Ja, da ist ein Haken dran. Auch nicht schlecht. Ja. Jetzt kann ich euch mal meine beiden Katzenklos zeigen. Immer so blau, also zweimal blau, aber immer ein helles und immer ein dunkles. Und das Dunkle kommt in Küche und das Helle kommt ins Badezimmer, weil da ist es ziemlich nah am Fenster, wo es schön hell ist. Da soll es weiter hell bleiben.
In der Küche steht es ziemlich versteckt unter einem Schrank. Also von daher kann es da ruhig was dunkel sein. Und weil meine Geräte in der Küche, Wasserkocher und so, alle so einen ganz dunklen Griff, den blau haben, ja, habe ich gedacht, da passt das. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Das habe ich mir für, was habe ich bezahlt? Habe ich vorhin noch gesagt. Haben wir jetzt beide 14,99? 14,99, ja. Ich habe für beide 14, also pro Stück 14,99 bezahlt. Und da Prime war, war der Versand, glaube ich, gratis. Hier steht nicht vom Versand drauf. Muss ich bei mir bei Amazon in dem in der Bestellübersicht gucken. Daher, da weiß ich das, da steht das ja drin. So, Leute. Das war jetzt auch zum Katzenklos. Ich verabschiede mich. Ich mache jetzt gleich nochmal hier zwei, drei Videos zu diesen Paketen hier. Also zwei Paketen, also hier mache ich ein Video zu und hier mache ich ein Video zu. So. Und das war jetzt aber auch. Ahoi, sagt euer Odin.